Die Vorbereitung ist fast abgeschlossen. Nächste Woche geht's in die Liga. Wie ist dein Eindruck der letzten Wochen? Ja, bin zufrieden. Also, habe ich ja schon mehrmals gesagt, die Mannschaft ist eine Mannschaft. Ich hätte, dass der ein oder andere Spieler noch ein bisschen selbstbewusster ist, dass er den Rucksack irgendwann mal fallen lässt. Man merkt schon, dass der eine oder andere das mitträgt. Aber wir arbeiten da dran, sprechen auch offen drüber. Aber insgesamt muss man sagen, sehr harmonisch, sehr viel miteinander. Auch die Mannschaft, auch außerhalb des Platzes. Also wir sind eine Einheit. Und über die Einheit müssen wir gerade am Anfang in der Saison gut starten. Weil dann, glaube ich, würde auch das Selbstvertrauen jedes einzelnen Spieler noch mehr wachsen. Morgen Generalprobe gegen Havelse als Drittliga-Aufsteiger. Nochmal der richtige Prüfstand, den ihr haben wolltet? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Gegner. Ich meine, die haben in der Relegation sehr sicher gegen Schweinfurt den Aufstieg geschafft, obwohl sie keine Pflichtspiele hatten. Schweinfurt konnte ja noch eine Vorab-Relegation spielen. Von daher ist das hoch anzurechnen und große Anerkennung. Und deswegen, ich glaube, ist für beide ganz gut. So viel unterscheidet sich da nicht. Aber Havelse möchte natürlich auch trotzdem ab nächste Woche in der Saison gut starten. Und von daher wird das ein gutes Testspiel. Mit dabei jetzt fest verpflichtet Malcolm Badu, bei den Energiefans schon gefordert regelrecht nach den Testspielen, wo er einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Wart ihr euch sehr sicher bei der Verpflichtung jetzt so? Ja, sonst hätten wir ihn ja nicht verpflichtet. Ja, wir freuen uns, dass das dann am Ende funktioniert hat. Dennoch haben wir ein paar Wochen verschenkt. Ja. Also wir hätten das ja gerne von Anfang an gehabt. Ich verstehe aber auch, wenn der Spieler vielleicht nochmal die Möglichkeit hat, woanders sich vorzustellen in der dritten Liga. Wir machen es ja nicht anders. Also wenn wir uns nicht sicher sind, dann fragen wir die Spieler, ob sie uns ein paar Tage kennenlernen wollen. Der eine nennt das immer Probetraining. Für mich ist das kein Probetraining. Für mich ist das auch Kennenlernen, weil am Ende muss es für alle gut passen, als Spieler zu holen, wo man dann am Ende das Gefühl hat, das könnte nicht passen und die fühlen sich hier nicht rundum wohl, kommen nicht zu Spielzeiten, bringt für beide Seiten nichts. Von daher sind wir jetzt froh, dass es geklappt hat. Dennoch hat das ein bisschen Zeit gekostet und deswegen müssen wir ihn heranführen, weil er hat auch über ein halbes Jahr gar nicht gespielt, gar keine Spieleinsätze gehabt. Die anderen, die haben zwar auch nicht so viel gespielt, aber eher noch weniger. Sind wir dennoch froh, dass es dann jetzt endgültig geklappt hat. Weitere Neuverpflichtungen sind ja Pronicev, Engelhardt, Putze natürlich und Kauter, alle im Team angekommen? Hillebrand, nicht zu vergessen. Ja, ich denke, dass wir da sehr zufrieden sein dürfen, dass uns das gelungen ist, sag ich mal, nach den Unsicherheiten, Unzufriedenheiten, keiner wusste so genau, kann das nochmal funktionieren, dass wir dann in der kürzesten Zeit so eine Mannschaft uns zusammenstellen konnten. Wir freuen uns, dass Sean Kauter am Ende doch sich dann für das, was er sich vorher schon entschieden hat, dann auch jetzt umsetzt. Man sieht, welche Qualität er hat. Die Mannschaft hat ihn gut aufgenommen, aber er trägt auch dazu bei, Hillebrand, Putze, das sind alle sehr, sehr ordentliche Spieler. Engelhardt ist ein bisschen schade, dass er jetzt fast eine Woche nicht trainieren konnte. Er ist jetzt heute wieder eingestiegen, wird auch morgen ein paar Minuten Einsatz gehen, aber nicht das volle Risiko, weil dann hätten wir ja nochmal 8 Tage, beziehungsweise fast 9 Tage, um uns auf das erste Spiel vorzubereiten. Also insgesamt sind wir sehr zufrieden, aber wir sind auch zufrieden, dass der ein oder andere Spieler aus der letzten Saison schon zeigt, warum er hier spielt. Ich sage ja immer, dass wenn das Selbstvertrauen noch wächst, ich denke, dann werden die Leute dann am Ende feststellen, dass wir eine ordentliche Mannschaft haben. Was dann am Ende dabei herauskommt, wissen wir nicht. Wir haben noch 2 Leute, weitere Testspieler hier, Seaton und Bill Biar aus Berlin, der mehrere Positionen in der Abwehr spielen kann. Weil vielleicht könnten wir da noch mal ein bisschen nachjustieren, weil wir nur einen linken Verteidiger haben, einen rechten Verteidiger. Das könnte ein bisschen knapp werden, aber insgesamt sollten wir mit den 5 Wochen, die wir jetzt hatten, nach dem, was in den letzten Wochen, Monaten dann auch alles passiert sein, sehr zufrieden und vor allen Dingen auch sehr dankbar sein. Das Transferfenster geht bis Ende August, oder? Ja, und danach werden ja Spieler, die nicht unter Vertrag stehen, sind ja auch möglich. Ja, wir wollen noch was tun, aber wie gesagt, das hat jetzt auch nicht immer was mit Geld zu tun, dass da nicht viel da ist. Ist auch verständlich und man will ja auch nicht die Fehler der Vergangenheit wieder begehen. Und ich denke, das dürfen wir uns auch nicht erlauben, wollen wir auch nicht, fordern wir auch nicht, wie aus der sportlichen Führung Maxi und ich. Aber wenn wir noch was machen können und der Spieler, der auf dem Markt ist, beziehungsweise die jetzt bei uns mittrainieren, die würden passen, dann würden wir schon gerne noch den einen oder anderen dazu nehmen. Seit dem Amtsantritt bis heute, hat sich deine Erwartung an das Team geändert, was die Saison angeht? Also sie ist auf jeden Fall jetzt besser als das, was dann auch vor 5 Wochen, aber auch immer so mit den Informationen, was man bekommen hat, die gerade speziell die Spieler, die dann ja, vielleicht nicht ihre Erwartung erfüllen konnten.
auf der anderen Seite stelle ich dann immer die Frage, konnten Sie, wie sollten Sie das auch tun? Ne? Bei der ganzen Unruhe, bei diesen begleitenden Umständen. Also ich sage immer, der Spieler für mich ist das höchste Gut, was wir als Energie Cottbus haben. Und wenn der Spieler sich nicht wohlfühlt und wenn der Spieler als Mensch nicht die Anerkennung hat, wird er nie sein maximales Leistungsvermögen bringen. Und da muss man sagen, haben wir in den 5 Wochen wirklich gut gearbeitet, also ein sehr offenes Verhältnis. Also ich sage ja immer auf Augenhöhe, so begegne ich auch jeden Spieler und deswegen ist da auch so eine gute Stimmung. Mir hat gestern noch ein Spieler gesagt, der auch im letzten Jahr dabei war und der hat gesagt, die Spieler kommen wieder gerne zum Training und das ist auch wichtig, das möchten wir auch. Ja. Wir möchten auch, wenn ein Spieler mal einen Fehler macht, dass wir ihn dann als Mannschaft auffangen und das sehen wir. Das sehen wir auch im Training, wenn man heute das Abschlusstraining sieht für das morgige Spiel, mit welcher Konzentration und mit welcher, wie jeder Spieler dabei ist, dann macht das Spaß, dann tut das gut. Dennoch können wir im Moment nicht so unsere Ziele definieren. Ich weiß nicht genau, wie der ein oder andere Spieler, weil Druck wird in einer laufenden Saison immer kommen, das hat aber gar nichts mit Cottbus zu tun, das ist so im Fußball, weil es gute Mannschaften gibt in der Liga und die werden uns das schon so schwer wie möglich machen. Wie wir dann reagieren, ob dann bei den ein oder anderen wieder diese Vergangenheit oder sagt er in der Gegenwart, wir stehen zusammen, wir haben uns gegenseitig, vertrauen wir uns und wir kommen auch gemeinsam wieder raus. Und das wird dann die spannendste Frage sein und die kann ich dann auch wirklich jetzt im Moment noch nicht beantworten. Aber dennoch, für diesen Moment bin ich sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Rolle spielen werden. Dann nur ganz kurz auf morgen geguckt, sind alle an Bord soweit? Engelhardt, hast du ja auch gesagt, ist dabei? Sind alle an Bord. Also alle sind einsatzfähig. Ich werde nur morgen die beiden U19-Spieler, Böhmert und Theo Harz, nicht mitnehmen, weil die U19 spielt auch. Aber die haben es wirklich gut gemacht. Die fühlen sich hier, also die haben sich hier fantastisch bewegt, aufgehalten und die werden wir natürlich weiter fördern, weiter heranführen. Interessante Jungs, aber vor allen Dingen menschlich. Und wenn so 17, 18-Jährige gerne zum Training der ersten Mannschaft kommen, dann finde ich auch, dass die Spieler, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, das auch gut machen und die Jungs da herzlich aufnehmen. Und das möchten wir auch, aber sonst sind alle morgen dabei.